Guten Morgen Leute und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich weiß, ich sehe ziemlich müde aus. Das liegt daran, dass es gerade mal 5:30 Uhr morgens ist. Ich bin spontan aufgewacht in meiner Hütte. Es war ziemlich kuschelig, richtig gemütlich. Und da wollte ich eigentlich nur auf Toilette gehen, denn da ist das Haus extern mit der Toilette und der Dusche. Aber dann habe ich diesen Sonnenaufgang gesehen. Den musste ich mir einfach genauer anschauen, denn das sieht einfach so geil aus. Da unten ist die Stadt und da geht die Sonne auf. Hier stehen die Pferde und gucken mich an, was ich hier komisches mache. Und die Vögel zwitschern, das ist einfach so still. Hier sind auch keine Menschen. Das ist doch mal ein richtig geiler Start in den Tag. Da kann man auf jeden Fall auch mal wach bleiben. Aber jetzt zeige ich euch auf jeden Fall mal meine Hütte. Die gefällt mir richtig gut und für den Preis, den ich bezahlt habe, ist das einfach der Hammer. Mega geil. Also hier steht meine Hütte. Die sieht doch mal richtig geil aus. Hier stehen insgesamt 5 Stück im Kreis. Hier gibt es eine kleine Feuerstelle. Und man hat einfach dieses schöne Panorama. Ja, und das ist meine Hütte. Eine kleine Eingangstür, 2 kleine Fenster mit Vorhängen. Jetzt muss ich mal eben das Schloss aufmachen. Und ja, so sieht meine Hütte aus. Ist jetzt nicht gerade aufgeräumt, aber da habe ich heute geschlafen. Hier habe ich mir ein paar Teppiche ausgelegt, weil der Boden sonst echt zu kalt ist. Hier ist noch ein zweites Bett, also man kann sich das auch teilen mit einer kleinen Heizung. Denn wir haben es jetzt gerade mal 10 Grad und das ist einfach ein bisschen angenehmer gewesen, zumindest ein bisschen Temperatur hier drin zu haben. Ja, hier kann man also immer schön rausgucken. Mega cool. Also mir gefällt es auf jeden Fall richtig gut. Da ist ein Lichtschalter für den Strom. Hier war irgendwann mal ein Kamin, der ist hier leider nicht mehr. Aber ich finde es echt richtig geil. Also ich finde es hier auf jeden Fall mega gemütlich drin. Ich werde jetzt gleich mal hier die Tür zumachen und mich nochmal kurz einkuscheln, denn das ist einfach mega, mega gemütlich und bequem. Denn die letzten Betten, die ich in Tiflis hatte, die waren wirklich alle steinhart. Das eine härter als das andere. Und das ist wirklich mal ein bisschen gemütlicher, ein bisschen besser für den Rücken, finde ich. Also ich bin froh, dass ich es hier für 2 Nächte gebucht habe. Vielleicht verlängere ich auch nochmal. Ich habe noch keine Ahnung. Mal gucken. Heute wird auf jeden Fall echt ein actionreicher Tag. Ich habe schon ein bisschen was geplant. Ihr könnt wirklich gespannt sein. In 2 Stunden geht es erstmal zum Frühstück. Da zeige ich euch dann nochmal das Haus von der Rezeption und das Restaurant direkt nebenan. Das sieht auch mega, mega schön aus. Wir sehen uns dann gleich nochmal auf dem Weg zum Frühstück und danach geht's los mit dem actionreichen Tag. Gestern bin ich ja von der georgischen Hauptstadt Tiflis aus hier mit einem Privatfahrer hingefahren worden, über die Grenze. Und wir sind direkt an der Grenze zu Aserbaidschan gefahren. Und das war schon ein bisschen kritisch, weil der Grenzverlauf nicht so klar ist. Und da gab es dann sozusagen auch einen illegalen Grenzübertritt. Also wenn ihr das Video noch nicht geschaut habt, klickt mal hier oben auf das i, dann kommt ihr zum Video. Das war auf jeden Fall mal ganz interessant, sowas mitzubekommen. Geht los, Leute. Wir starten mit der Zipline. Insgesamt 6 verschiedene Stationen. Dazwischen immer ein bisschen laufen. Also ich bin jetzt hier aufs Handy umgestiegen, weil ich die Kamera natürlich nicht mitnehmen konnte. Ich glaube, das wird richtig geil.
Und hier um die Ecke, wo er gerade lang klettert, da geht's dann da hoch, Leute. Richtig krass. Da geht's locker 50, 60 Meter runter. Mega heftig. Da den Weg hoch. Heute erst die Zipline und jetzt dieses Violetta oder wie das heißt. Mega geil, das macht einfach so viel Spaß. Das ist richtig krass. Ich glaube, ihr habt es an den Bildern gesehen, wie viel Spaß ich daran habe. Und das geht heute noch den ganzen Tag weiter und morgen vielleicht auch noch. Genau mein Ding, ey. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der keine Höhenangst hat. Hier endet der Track und dann geht es wieder auf die Zipline zurück. Wie ihr seht, bin ich wieder hier in meiner kleinen Hütte. Ich mache eine kurze Pause, 20, 30 Minuten denke ich mal, und dann geht's auch schon weiter. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt auch gefallen. Das war einfach ein mega geiles Erlebnis. Das sollte echt mal jeder gemacht haben. Und ja, generell fühle ich mich hier ziemlich wohl. Also ich habe mich ja echt kuschelig eingerichtet, schön breit gemacht hier und hier. Und ja, also hier könnte man echt noch generell länger bleiben, aber es ist halt ein bisschen teurer für mich als Backpacker hier. Aber es lohnt sich. Vorhin habe ich übrigens mit dieser Helmkamera gefilmt, also einfach auf dem Helm geschnallt. Das hat dann hier so Gumminoppen und dann fällt das auch nicht ab. Da drin ist die Kamera geschützt. Man hat dann halt zwar keinen Ton, aber letztendlich hört man eh nur Windgeräusche. Also kein Problem. Ich habe ja auch ein bisschen mit dem Handy gefilmt. Und je nachdem, was ich dann später noch mache, habe ich diesen, ja, Brustgurt, wo man dann hier vorne eben die Kamera dran schnallen kann. Also mega, mega praktisch, habe ich euch auch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und meine GoPro Hero 5 natürlich auch nochmal. Ich habe die jetzt schon ein bisschen länger. Jetzt ist sie auf jeden Fall günstiger, also klickt einfach mal drauf, schaut vorbei. Ich habe dazu eigentlich noch zwei extra Akkus, aber natürlich habe ich die zu Hause vergessen. Und ganz wichtig, immer Speicherkarten. Also wie immer ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal sehr verspätet Mittagessen. Es ist 16:30, aber da ist die Rezeption und direkt nebenan ist das Restaurant. Ich kenne mich ja eigentlich sonst richtig gut mit Pflanzen aus, aber ich habe absolut keine Ahnung, was hier angebaut wird. Wenn es jemand weiß, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was es ist. Ich würde es echt gerne wissen. Ich habe jetzt nur was Kleines bestellt. Einmal Reis mit Gemüse, denn ich will gleich nochmal richtig schöne Runde reiten gehen hier in der Landschaft. Das ist bestimmt auch nochmal ein mega cooles Ereignis. Und dann werde ich heute Abend nochmal ein bisschen mehr essen und vielleicht auch einen kleinen Livestream machen auf YouTube. Ich hoffe, das klappt, weil das Internet ist hier so, ja, mal ist es richtig gut und manchmal ist einfach gar nichts da. Mal schauen, wie es so läuft.